Ich melde mich hier aus Paris von der Prachtstraße Champs-Élysées, dem Schlusspunkt der Tour de France 2023. Und der Sieger heißt Jonas Vingegaard. Der Däne gewann mit einem Vorsprung von ungefähr 7,5 Minuten vor dem Slowenen Tadej Pogacar. Und im ersten Moment sieht das ja nach einer klaren Sache aus. Aber so klar war es nicht. Überhaupt nicht. Zwischenzeitlich sah es gar so aus, als ob es die spannendste Tour de France der Geschichte werden wird. Die beiden an der Spitze haben sich wirklich nichts geschenkt. Über 2,5 Wochen lagen nur wenige Sekunden auseinander, teilweise nur 8 Sekunden, und haben sich hier wirklich ein Spektakel geboten, wie es selten zuvor zu sehen war, bis zum letzten Zeitfahren. Da hat Vingegaard die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren. Am nächsten Tag ist Pogacar dann in den Bergen eingebrochen. Und so kam dieser Vorsprung zustande, der zwischenzeitlich von der großen französischen Sportzeitung L'Équipe mit der Überschrift "Von einem anderen Planeten" bedacht wurde in Bezug auf Vingegaard. Und eine solche Überschrift, die gab es schon einmal in der L'Équipe, und zwar vor ungefähr 2 Jahrzehnten in Bezug auf Lance Armstrong, und zwar zu dessen größten Dopingzeiten. Natürlich wird auch diese famose Leistung von Vingegaard hier mit viel Skepsis begleitet. Und Vingegaard, der kann das sehr gut verstehen. Er sagt, dass diese Skepsis auf jeden Fall angebracht ist, ob der Geschichte der Tour de France in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und er findet es sogar gut, gerade um zu vermeiden, dass noch einmal solche Zeiten auf die Tour zukommen. Nichtsdestotrotz gibt es viele Kritiker, denen Vingegaard mit einem besonderen Schwur entgegengetreten ist. Er hat gesagt, Hand aufs Herz, ich nehme nichts, was ich nicht auch meiner 2-jährigen Tochter geben würde. Unter dem Strich bleiben natürlich Zweifel, doch Vingegaard wird hier sehr oft getestet, ist zuvor noch nie im Zusammenhang mit Doping aufgefallen und hat hier eine famose Leistung gebracht.